drin stehst, der sich... Genau, das ist es. Wenn du in dem Grün stehst, kannst du deswegen nicht heilen und kriegst Schaden, weil du zu bekämpft bist. Du triffst die Muskeln, dann sehen sie schon wieder nicht mehr. Aber vielleicht versteht es die... Ja, was macht das? Stellst du mal so... Ey, das ist Spaß. Wenn ihr in dem Grün drin steht, seid ihr so bekämpft, dass ihr nicht mehr heilen könnt. Genau. Ich glaube, das nur die Techner würden die eher rauslaufen, als wenn du sagst, wenn du grün drinnen steht, das geht nicht, weil da macht dir Schaden und das tut euch weh. Und da würde ich denken, hallo, Mama auf andere Sprache und dann kriegst du so ein Ding. Was meinst du, wie schnell die Vera? Ich glaube, was ich als nächstes mal machen werde, ist einfach, der heißt in Torgador, ist ja die Gefängniszellen, ne? Ich werde mich da einfach hinstellen, slash S drücken und sagen, ja Bruder, bist du auf wegen Kiffen hier eingesperrt? Warte, ich komm mal zu dir, weißt du? Aber vorher in der Zelle eingesperrt sein, weißt du? Einer von deiner Gruppe muss in der linken Zelle sein, einer in der Mitte und einer in der rechten. Und dann kommunizierst du da drüber, Alter. Ja, das, ja, hier eine schreibt gerade, ich smoke erstmal ein Köpfchen zum Wohl. Super Eindruck, lass mich doch. Lass dich Ja, mach das recht mal schon. Auf RP-Stack geht er rein, Alter, als Trinkstrich an den RP-Stack, hast du gerade eingekippt. Bruder, ey, geil, ist doch jetzt im Trinken. So, hallo, komm doch mal ran und trink. Warte mal, ich muss mal kurz mit dem Identifikum putzen. Setz dich da mitten in der Idee hin, Alter, mach am besten dann. Mach die Zelle auf, mal setz dich da rein zu dem anderen Kerl, wie du sagst, du bist mein Kumpane, wir sitzen beide in Koma, ey, gib mir das mal. Ja, Bruder, gib dir, da hast du es. Hallo, der Tank, der wird out of time, ist doch egal, ich nehme meine Weekly-Chest doch eh, wenn ich die abschließe. Warte mal, die nehme ich nie wieder mit. Echt, oder sagst du doch ganz toll so, chill durch die Nachbarzelle, der macht blau doch. Die hauen die einen Jugendspessen aus dem Schreck. Oh, wen der ist, Alter. Ey, das müsst... Wir beide müssen das in der Endlos gehen und müssen das echt bringen, Alter. Diese Farce. Dann geh ich echt in Baumgestalt, Alter, und stell mich neben dich in Baumgestalt. Dann Bäumchen, kann ich mir mal was pflücken? Oder Tank, kommst du mal? Ich pflück mir gerade das Gute. Werd ich mit Baumgestalt gehen? Bleibt mein Makro in dem Moment. Komm, pflück mich. Ich blühe schon. Dann komm ich da hin und dann schlüpfe ich da hin und bleib stehen oder so. Und dann, I smoke weed. Und ja, und in dem Moment denkst du, dann ist das Feuer vom Kopf unter mich noch. Oh, los, Leute. Ich bin stoned, den ich hab ich leider nicht mehr im Teil. Und dann schreibt ihr auch, wollt ihr uns trollen? Wieso, hier geht's nicht ins Trollen. Das ist doch eher ein Sinn und ein Kind, Alter. Scheiße, was ist das für ein Problematisch wird, wenn sich alle da rumsetzen, ne? Sagen, okay, wir machen mit. Scheiß auf den Key, ob der in Time läuft. Und wie lange war das Übertime? 3 Tage. Wir kamen nicht mal zum ersten Boss, ne? Wo sitzt ihr da immer noch am Eingang? Bin ich schon angefangen? So klar, die Leute sind jetzt über 24 Stunden. Steht jetzt so 37 Stunden Overtime. Tut uns leid, wir gehen gleich weiter. Oh, wir gehen gleich mal Schritte, dann setzen wir uns wieder hin. Boah. Klar, so 2 Schritte weiter. Mist, ey, ich brauch die nächste Tüte, komm mal her. Oh, Alter, ich krieg Bauchweh. Ich hab morgen bestimmt voll Muskelkater im Gesicht. Ich hab mir jetzt schon der ganze Kiefer alles weh. WTF, Alter. Ich kann immer. Also, Simon schreibt gerade, ich kann immer. Ich auch nicht, weißt du, mir alles weh tut, wenn ich mal aufhöre, kann ich sprechen. Darauf erstmal bauen. Digga, stell dir das mal bildlich vor, du könntest die Geste machen, so schlecht pflücken. Und da steht einer am Baum und du reißt den Ast ab, Alter. Das tut doch weh. Dann komm ich um die Ecke, stell mich vor die Zelle und knack die auf und rufe zu euch, ey Bruder, gib mal ab, du smokst ganze Zeit dort alleine. Oh
Und dann machst du im Endeffekt beim Öffnen, ich brech als Makro, ich brech jetzt aus, ich bin stoned. Muss man ja genau, muss man wieder schlafen gehen. Brauch wieder Nachschub. Oh, Hilfe, mein jetzt Bauch. Weiß ich, was ich bei RP mache. Ich stehe mir gerade und gehe da hin und sage, ich bin der neue Gras-Dealer. Auf die alte Posten ist Gras. Ich hab's gerade hier direkt verschwunden. Da musst du aber in dem Moment auch Kräuterkundler haben. Das ist was da perfekt zusammen. Ja, wieso nicht? Das ist kein Problem. Das braucht's neu wieder. Soll ich mal um die Welt reisen? Die pflücken die besten Kräuter. Ich hab heute die frischen Kataklysmkräuter dabei. Extra verbrannt schon ein bisschen. Aber sind gut. Die knallen doppelt so hart. Ich war gerade in der Eiskunst-Zitadelle. Ich hab eisige Kräuter dabei, mein Freund. Probier mal die neuen Kräuter. Warp of Lichkin-Kräuter, die ballern richtig. Wo geht's hier, Stonebreak, neue Serie. Scheiße auf meine Mania. Was schreibt ihr? Stonebreak, ja, neue Serie. Okay. Scheiße auf meine Mania. Okay, ja, aber jetzt ist es 3 Uhr, Alter, aber sie wollen alle voll aufhören gehen. Oh, Schatz, wann warst du im Bett? Ach, das war ziemlich früh. Ich war früher als geplant. Ja, wie spät warst du denn noch früher als gesagt? Ich hab Bauchweh. Der tut mir auch weh. Dann ist das sowieso. Warum ist Kevin denn nicht da? Dann brauchen wir uns ein bisschen Ja, oder stell dir das mal vor, Pirelli, wenn da, der würde sich das alles mächtig. Der hört sich das morgen an, wenn ich das hochlade als Einzelfolge. Das geht ja über eine Stunde dann oder so. Das dann hoch, oh, WTF. Ey, der kann doch. Bekifft in Azeroth. Ja, bekifft in Azeroth, genau. Das neue Add-on. Hey, Battle of Kiffer. Den lassen wir daraus eine Serie machen.